Hallo Leute, heute Faltungssatz in der Laplace-Welt, und zwar haben wir hier das Faltungsintegral, also f1 gefaltet mit f2. Das ist ja anders geschrieben, das Integral von 0 bis t, und zwar von f1 von tau mal f2 von t minus tau, und zwar hier von d tau integriert. So. Das kann ich ja jetzt wieder für irgendwas nutzen. Und zwar, wenn ich das hier jetzt in den Bildbereich überführe, dann komme ich hier auf f1 mal f2. Und das kann man ideal verwenden bei Rücktransformationen. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, das ist jetzt hier noch ziemlich abstrakt, wie kann man sich jetzt das hier vorstellen? Deswegen machen wir jetzt hier ein anschauliches Beispiel. Das wird dann gleich ersichtlich, wie das funktioniert. Also ich habe im Bildbereich folgende Funktion gegeben, und zwar s mal a durch s Quadrat plus a Quadrat, und das Ganze nochmal zum Quadrat. Sprich, diese Funktion kann ich auseinanderziehen. Und habe dann s durch s Quadrat plus a Quadrat mal a durch s Quadrat plus a Quadrat. So, und jetzt kann ich hier wieder von diesen einzelnen die Korrespondenz herausfinden. Das ist nicht sonderlich schwer. Und das ist hier von der ersten, also von hier von f1 von s, ist es hier der, wenn man nachguckt, ist es der Cosinus von at, und hier sozusagen dann gefaltet ist es das Sinus von at, hier von der zweiten. So, und jetzt kann man das hier wieder überführen in ein Integral, also von 0 bis t, und hier habe ich dann den Cosinus von a tau mal den Sinus von a t minus a tau, und das Ganze dann dt. So, jetzt habe ich hier dieses Integral, und jetzt mal im Integral ist nicht cool, und deswegen gibt es hier so eine Korrespondenz, eine trigonomische Korrespondenz, könnt ihr mal nachgucken. Sieht so aus: Sinus von x mal Cosinus von x ist gleich 1/2 Sinus von x minus y plus Sinus von x plus y, also beide zusammen, hier noch Klammer, das ist ein halb für beides gilt, und das kann ich jetzt hier anwenden. Dann komme ich hier auf ist gleich 1/2 von 0 bis t, das halb darf ich als Konstante, also als Vorfaktor nach vorne schieben. Jetzt hier der Cosinus wird zum Sinus, jetzt wird das, diese Argumente hier abgezogen, das minus das, und das ergibt mir hier ein Sinus von a t. Wenn ich das hier so mache, und dann geht es hier weiter, plus Sinus von, jetzt hier zusammenzählen, jetzt hier ab, jetzt, also zuerst abziehen, dann zusammenzählen, also auf jeden Fall bleibt hier dann übrig a t minus 2 a tau. Also hier, der ist jetzt hier eigentlich genau, ne, passt schon, oder? Ne, ist jetzt hier eigentlich, so, also hier ist es verdreht. Das hier minus, minus ist das, so muss ich sagen, das minus das, also der hier ist der, und das da, also zusammenzählen, ist das plus, nee, warte mal, das plus das, nee, das minus das ist at minus 2at, also der Teil hier ist der Teil, und das hier ist das Zusammenzählen, also das plus das, da kürze ich es a tau raus, und dann haben wir hier. So Leute, jetzt sind wir beisammen. Ich muss es ja immer selber verstehen, um es euch erklären zu können, weil ich bin ja auch kein Genie, also dem her brauche ich auch oft eine Denkminute, dass ich hier wieder weiterkomme. Gut, so, jetzt haben wir das hier gelöst. So, jetzt habe ich hier ein Plus, das bedeutet, ich kann das Integral wieder aufspalten. Plus im Integral ist immer cool. Also kann ich jetzt sagen, es ist 1/2
0 bis t, jetzt hier nur über dieses Integral, also dt, und jetzt hier plus 1 halb Sinus von a minus 2a tau dt, Integral fehlt noch hier von 0 bis t. So, das Integral ist ziemlich easy, weil hier nicht kein tau drin vorkommt, also kann ich eigentlich das Sinus vorne hinziehen. Sieht dann so aus, Sinus a t mal, ja, dann ist hier eigentlich nichts drin, ist hier eine 1 drin, ich integriere von 0 bis t dt, hier über die 1, das ergibt mir dann eine Stammfunktion von, ja, von tau t0, hier 1 halb Sinus a t da vorne, t einsetzen minus Untergrenze ergibt t, also 1 halb Sinus a t, so, ist gleich, das hier ist das erste Integral. Und hier dann ein Break. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier wird es ein bisschen kniffliger, weil hier habe ich so ein, ja, im Argument des Sinus so einen längeren Term hier drinnen. Aber, wie schon gesagt, ist auch machbar. Also, den kann ich jetzt hier nicht mehr vorschieben. Also, da muss ich jetzt hier, hier ist nicht von t, sondern von tau, den muss ich jetzt hier integrieren. So, wie geht das? Wie mache ich das? Also, das ist Cosinus. Schau mal, ob Integral vom Sinus ist ja der Cosinus. Und zwar Cosinus von at minus 2a tau mal nachdifferenzieren, nachintegrieren. So, das hier. Das ist hier das Nachintegrierte. Und hier von t bis 0. Das ist eigentlich, man sagte hier, Sinus integriert ist minus Sinus. Also brauche ich hier noch ein Minus rein. Dieses Minus kann ich jetzt sozusagen hier wieder ganz nach vorne schieben, also so, Integration vom Sinus ist ja der Minus Cosinus, deswegen hier das Minus jetzt. Da wird ihr gleich sehen, es hat hier keinerlei Bedeutung. So, jetzt hier ist integriert worden nach diesem Sache, jetzt muss ich Obergrenze einsetzen, t. So, jetzt hoffe ich, gebe mir das hier noch platzmäßig hin. Jetzt t einsetzen, habe ich Cosinus von at minus 2at mal 1 durch minus 2a minus Cosinus, jetzt 0 einsetzen, at minus 2a 0 mal 1 durch minus 2a, genau, minus 2a, jetzt hier Klammer, so. So, was ist jetzt hier los? Also das ist minus 2a 0. Das kann ich ja eigentlich schon mal wegstreichen. Das ist ja 0. So, wie sieht es hier aus? At minus 2at wird ja minus at hier im Cosinus. So. Minus 2a minus Cosinus von at mal 1 durch minus 2a. So, das hier. So, jetzt ist ja der Cosinus von minus irgendwo ein Argument, das gleiche wie der Plus, also kann ich das hier so machen. So Leute, und jetzt seht ihr schon, das hier ist ein Vorfaktor, den kann ich eigentlich noch rausziehen. Jetzt sieht der Cosinus von at minus Cosinus von at. Und das ist ja, das fällt ja weg. Und somit bleibt hier stehen eine große 0. Weil das kürzt sich sozusagen raus, das ist das gleiche wie das, fällt weg. Also letztendlich bleibt hier nur noch nach dem Faltungsintegral dieses Überbleibsel hier ein halb Sinus a t mal t übrig. Das ist hier von dieser Funktion, also diese Korrespondenz. Ja Leute, war eine lange Rechnung. Hoffe, hat euch interessiert und begeistert, was man mit so einem Faltungsintegral alles machen kann. Hoffe, das Video hat euch genauso gut gefallen wie mir. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert meinen Channel, wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.